Neu und erfrischend sollte sie sein, die Kampagne der Essener Verkehrs AG. Und wie ein Überraschungsei. Erstens, neue Kunden für die Nachtexpresslinien gewinnen. Zweitens, neue Kunden für den Nahverkehr gewinnen. Und drittens, das Image weiter aufpolieren. Da haben wir wirklich in Essen, sind wir ganz vorne mit dabei und auch mit der Kampagne, die so auffällig war. Also es war ja wirklich auch eine Ansprache, die man gesehen hat in dem Anzeigentext, der wirklich neu war und auch erfrischend war und nicht vielleicht so, wie man sich das von einem kommunalen Unternehmen vorstellt. Wir haben versucht, eine ganz einfache Sprache zu finden, dass die Botschaft einfach klar, ich sag mal mit den drei E's, einfach, elegant, einprägsam rüberkommt. Und das, denke ich, dient auch dann der Sache, dass man das auch dann Tickets verkauft werden. Als defizitärer Monopolist entwickelte die EFAG die Kampagne kurzerhand selbst und präsentierte sie vor allem auf den eigenen Fahrzeugen. Am Ende wurden 4000 Personen befragt. Es ist genau so angekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und die Durchschnittsnote, die uns insgesamt gegeben wurde, war eine gute 2. Wir haben den Tacken verdient, weil wir gezeigt haben, dass man als kommunales Verkehrsunternehmen ganz erfrischend und ganz positiv rüberkommen kann. Und dann noch die Besonderheit, dass wir das Ganze in-house abgewickelt haben. Bussi. Party feiern, Freunde treffen und später gemeinsam nach Hause fahren. Mit dem Nachtexpress der EFAG. Auch der Jury hat die EFAG-Kampagne gut gefallen. So wollen wir Verkehrsmittelwerbung sehen. Also ich glaube, diese Kampagne der EFAG war besonders erfrischend. Sie war im Essener Stadtbild nicht zu übersehen. Das Thema Nacht, das Thema Verkehr war sehr witzig umgesetzt. Und das hat uns schon überzeugt, es hat uns gut gefallen, es ist eine sehr kreative Kampagne und solche Dinge, die darf man im Essener Stadtbild sicherlich öfter sehen.